Jetzt überhole ich den Typen. Sag mal, was ist das für eine Schnarchnase? So. Also, ne, und weil das britische Reich halt eben so groß war, sich dann alle so pim, 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 so genau in diesem Takt alle unabhängig gemacht haben. Ne? Tuvalu. Habt ihr schon mal was davon gehört? Ich nicht. Also ich habe schon was davon gehört, nachdem ich es sehr, sehr, sehr genau darüber recherchiert habe. Und so ein wunderschönes Inselchen. Halt die Klappe dahin. Aber ist halt eben sehr, sehr schwer dahin zu kommen, weil er hat halt eben nur einen Flughafen, da kommen nur 1000 Personen pro Jahr dahin. Touristen. Und das Land geht langsam unter und es wäre doch so schön, da einfach mal hinzureisen. Ich kann ohne die Rampe nicht herunterrollen. So. Eine normale Fahrt. Bevor die halt eben im Meer versinken. Ich habe den Typen, der hat auch noch das Geld mitgenommen. So, ich hoffe, der wird es auch so schaffen. So. Noch Bus hoch. Ernst. Ich habe ihn geküsst. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Abhängigkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Natürlich. Hä? Der ist schon wieder vorbei. Ich glaube, so frische Luft wollte ich gerade reinlassen, aber. Fahr doch, du Idiot! Wenn es jetzt rot wird, ich kill den Typen davon. Ich bring ihn um. Ich hänge ihn mir über den Kamin. Nehme mein Bus-Diplom. Mann, oh Mann. Einige Leute, die haben einfach einen Schaden. Kann man auch nicht sagen. So. Dann einmal hier ran. Ja, ja, ich bin krank, ich weiß. Ja, schlechte Halteposition, mäßig hoch. Also das wird definitiv kein Gewinn abwerfen, aber immerhin haben wir dann schon mal die Mission erfüllt, ne? Deswegen sehen wir es mal positiv. Alles immer positiv sehen, das ist mein Motto. Oh. Ich weiß nicht, was ist mit der 2 los? Ist die defekt? Ne, die können nicht hin und vorne ausgehen. Nein, es muss das zweite sein. Das erinnert mich, Kindertatortreiniger. Boah, das ist eine geile Serie. Kann ich ja sagen. Da gab es auch mal so einen Typen. Kann ich gleich darüber erzählen, wenn wir wieder fahren. So! Kohle, 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 Kohle. Na, wir haben jetzt insgesamt trotzdem 24.000 Euro. So, wir brauchen einen neuen. Ist mir eigentlich jetzt ziemlich egal. Lehrling. Also, wir brauchen Lehrling. Nehmen wir mal. Hat hier schon. Als Flugwagenfahrerin ist daran gescheitert, einen Rockstar zu haben. Die stellen wir ein. Stephanie Mountner. Mountner. So. Dann müssen wir jetzt da noch jemanden draufsetzen. Moment, was war das? Das da. Schillerstraße, Königstraße. So, dann schicken wir da einmal. Stephanie Mountner. Und dann gibt es noch hier noch ein. So, sehen die Grunwald. Die beiden rocken das Ding und jetzt brauchen wir. Oh. Muss zwischen 2 und 3. Schade. Verbrechen. Erstellen. Jetzt brauchen wir irgendeine mega kurze Route, dass wir das jetzt möglichst schnell über die Bühne kriegen. Ganz kurz. Wo gibt's denn hier? Ich könnte euch jetzt hier das hier zeigen, aber es wäre mir zu lang. Das zeige ich euch dann das nächste Mal. Ich mache jetzt hier. So eine mega Short Route. 5 Minuten. Schau, schneller Start.
mega schnell, die löschen wir dann nachher auch, die ist auch egal. Moment! Oh ne. Das ist, wisst ihr jetzt genau jetzt, wenn ich mal so ein bisschen schneller haben will. Also ich hab's immer schnell. Ja, boah, diese zinkligen Kiddies. Also. So, liebe Leute, das war ganz normal. Das ist ein ganz normales Busmanöver. Ne? Guck mir ja schon so an. Soll ich da wirklich einsteigen? Fragezeichen. Steht denen ins Gesicht gestiegen. St. Andreaskirche. Linke Modus, hä? Hallo, ich brauche eine Einzelfahrkarte. Ich gehe zur Schule. Ah, freut mich, dass du zur Schule gehst. Trotzdem. Und nochmal 10 Cent fürs Höschen! Fürs Höschen! Fürs Höschen! Schatz! Höschen! Sagt wahrscheinlich die Mutti immer. Schatz, vergiss dein Höschen nicht! Ja, ja, klappe ja rein. Nächster Halt. Unbedingt platzen. Neue Straße West. Natürlich muss man hier auch ein bisschen Ideallinie fahren. So, das hier ist eine extra Busspur, das haben die hier so ein bisschen anders gepflastert, damit man es auch ja erkennt. So, pardon. Einmal runter, das Teil. So. Links, rechts gucken, wer braucht das schon? Hui! Sorry, jetzt wird schon ja gerade ein bisschen erschrocken. Prima, natürlich prima. Prima ist erstklassig. Na komm, steig ein. Du dessen Füße im Boden sind. Geht es noch ein bisschen höflicher, mein Freund? Mann, oh Mann, oh Mann. 64. Ach, nimm der halt was. Da guck mal, wie der auf einmal so richtig höflich ist. Ha! Sag mal! Sag mal, fährt er mir einfach rein. Nächster Halt. Neue Straße. Hier ist eine Baustelle, ach so. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich all Ihre. Na ja, gut, das ist so eine große Baustelle, ist das jetzt auch nicht. Aus dem Bus aussteigen. Ich muss da jetzt groß umfahren, aber nö. So, wir fahren einfach weiter. Denn wir können uns jetzt eigentlich fast alles leisten. Mit dieser einen Mega-Linie machen wir einfach immer einen Gewinn. Ich frage mich, ob wir überhaupt auf der letzten Linie überhaupt Gewinn gemacht haben. Also wir haben ja insgesamt haben wir Gewinn gemacht durch diese Mega-Linie. Aber ob wir auf dieser Linie speziell Gewinn gemacht haben, wenn nicht, dann fahren uns jetzt diese Leute jetzt einfach nur einen Ramsch zusammen. Und wir machen dann schlussendlich Minus, das wäre natürlich auch blöd. Theoretisch könnten wir alle auf diese eine Linie setzen. Ich habe euch immer noch nicht gezeigt, Mann! Mach ich jetzt ganz zum Schluss der Aufnahme, ist doch scheiße. Zack, zack. Ja, da haben wir definitiv Minus drauf gemacht, weil. Hä, wir haben es schon wieder nicht geschafft. Hä? Grabenstraße Nord. Freiheitsstraße. Habe ich jetzt gerade. Von der Schillerstraße zur Hauptbahnhof Königstraße. Busintervall 9 Minuten 25. Aha. 4000. Haben wir ein gutes Gewinn gemacht sogar. Gutes Gewinn. Das haben wir doch. Also, schauen wir mal. Maximal 7 Haltestellen. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8! Wir müssen jetzt den ganzen Lachs nochmal fahren. Dein Ernst? Dein Ernst? Dann sparen wir uns mal hier hinten dieses nervige Durchgefrieme. Wir arbeiten. Feiern.
Ja, wir möchten sie jetzt fahren. Aber davor möchte ich noch mal ganz kurz zeigen, wie ich das gemacht habe. Also ich habe immer pro District immer eine Linie hier, ne? Einmal Suburban. Das hier ist hier so die Residential Line, quasi so hier. Bakura bis zur Marktallee. Na, Bakura bis zur Marktallee. Ah ja, genau. Das ist hier so die Madonna. Das wird das hier noch ein bisschen verbinden. St. Martinstraße, das ist hier die, ne? Die haben wir ja gefahren. Das ist jetzt die. Das ist, welche ist denn das? Das ist von Grabenstraße Nord, das ist hier die Industrial Line und das hier ist jetzt die, die wir jetzt leider noch mal fahren müssen. Das tut mir leid, aber da geht es jetzt nicht drum rum. Und damit wir jetzt niemals gleich fahren müssen, mache ich sogar mal so ganz spendabel mal die umgekehrte. Ach nö. Hauptbahnhof, Kongress. Da gibt es eine Baustelle. Haben die etwa verlegt? So, keine Ahnung. Hey, warte mal. Aktuelle Fahrt abbrechen hier. Hey, hab ich denn etwa. Hä? Ich hab doch das aus der Rust genommen, dachte ich. Hä? Ach so. Ich hab das. Ach, okay. Sorry, mein Fehler. Mein Fehler, sorry. Ich hab das ja im Suburban rausgenommen. So, jetzt gibt's aber. Keine. Guck mal, jetzt gibt's keine Baustellen. Kleiner Cheater, ich weiß. So, also fahren wir das halt nochmal. Ihr habt euch wahrscheinlich wieder in den Kommentaren wieder die Haare rausgerissen. Aber ich meine, es ist ja Bus-Simulator, es kommt ja eher aufs Busfahren an, als auf jetzt schnell da durchrennen. Und dann nächstes Mal schauen wir uns den Inner City und den Industrial District an. Dann nächstes Mal ist dann nur eine reine Show-Folge. Mit den neuen Bezirken, den Industrial kenne ich ja schon. Aber den Inner City noch nicht. Und den werde ich mir auch nicht anschauen bis nächstes Mal. Also seid auf jeden Fall gespannt. Auf das nächste Mal, was dann auch das letzte Mal der Bus-Simulator 2016 wird es sein wird. Also bedeutet, genießt das Projekt noch, solange es noch kommt. Weil ab nächste Woche kommt es schon nicht mehr, ne? Also nächste Woche kommt es dann nochmal, aber übernächste Woche dann nicht mehr. So. So, warum wollte ich das hier sagen? Hauptbahnhof, Königsstraße. So, bitte alles einsteigen. Guten Tag, eine normale Einzelfahrt bitte. Oh, guck mal, die ist immer höflich. Die mit ihrem Vorbau von ungefähr 10 Wohnblöcken. Sorry, sorry, wenn sie dich gerade beleidigt gefühlt hat. Hallo, eine Fahrkarte bitte. So, Scheiße, ich hab ein bisschen zu viele. Ah, das war schon ein Töschen mitkommen. Danke. Einen schönen Tag. Es war doch so klar, dass es wieder die zweite Tür ist. Tatortreiniger war ich, ne? Verspätet, ne, da kam noch ein verspäteter Passagier. Hätte ich jetzt mitnehmen sollen noch. Komm, der arme Junge kann noch laufen. Kommt der jetzt noch angetrabt oder? Nee. Steht da hinten ganz allein und verlassen. Oh, das ist auch recht. So, rennt halt mal ganz kurz zur nächsten Haltestelle. Meine Güte, die ist auch nicht so weit weg. Ist das hier echt zu fein dafür? Mann. Der Passagier. Ich weiß, hab gesehen, dass es eine Frau ist, aber es heißt ja der Passagier. Tatortreiniger, eine sehr coole Serie, könnt ihr euch mal reinziehen. Und zwar ist so der Clou an der ganzen Sache ist. Es ist irgendwas Schlimmes passiert, irgendein Mord oder so. Und ne, dann kommen immer die Kriminalkommissare und so, und dann kommt immer der Tatort rein. Quasi derjenige, der dann also das Blut wegmacht mit so speziellen chemischen Mitteln und so. Und danke, dass du so höflich bist. Der Hauptcharakter. Danke. Einen schönen Tag. Top. Der Hauptcharakter ist einer von diesen. Tatortreiniger. Siehst du, ich habe auf 2 gedrückt und es ist nichts passiert. Ey, komm, ich kann es rauslassen.
So, alle Türen sind zu. Und der Tatort reinkommt quasi zu ganz verschiedenen Personen, die alle irgendein anderes Problem haben. Nächster Halt. Also da gab es dann auch die eine Folge, die ich meinte, da hatte der eine Junge, konnte sich überhaupt nicht anpassen. Da war so ein kleiner Junge, so, ja, der hatte, ja, der war nicht so klein, also war vielleicht schon so Teenager. Und der konnte sich überhaupt nicht anpassen. Also bei ihm musste alles richtig durchstrukturiert sein. Ne, und das war dann so sein Mega-Problem, weil er konnte sich überhaupt nicht anpassen auf Leute, auf ganz neue Gegebenheiten. Weil da war zum Beispiel seine Lieblings-AC, der war jetzt wegen diesem Tower geschlossen. Und er war aber immer um 17 Uhr bei dieser Eisdiele und hat sein Eis gegessen. So. Ich habe einfach gerade ganz kurz die Augen geschlossen, damit ich es nicht sehen muss. Jetzt habe ich auf meine Maus geschlagen, habe nichts mehr gesehen. Na Leute, das ist Sekundenschlaf, meine Freunde. Stellt euch mal vor, ihr werdet da drin gesessen. Ja, und er kommt dann, ne, und das ist halt eben sehr unterhaltsam, weil es ist von einer Seite her witzig, von der anderen Seite her gibt es auch einen so ein bisschen was zum Nachdenken. Also es ist eigentlich eine ziemlich amüsante Serie. Ne, nicht jedermanns Sache, das weiß ich. Also wer jetzt Baller Baller, Shooter Shooter, Action Action, Hauptsache Leute knallen ab und Blut spritzt durch die Gegend und Gedärme quellen aus Eingeweiden raus und so, dann ist es nicht so wirklich. Also genau, das sieht man vielleicht, na, auch nicht wirklich. Vielleicht ist das schon abtransportiert vom Krematorium. Ach, verdammt, auf, ist mir egal. Fahrer, Fluch, bitte. So. Der Kerrimusstadt hat immer noch zu. Da ist ja auch niemals jemand drin. Ist es so auf Spendenbasis oder so, dass du quasi einfach hingehen kannst, eine Kerrimusstadt nehmen kannst und dann steht da: Okay, ich vertraue auf dich. Ihr schmeißt 23 in die Spendenbox rein und es knallt. Ist es so entstanden? Hui! Gerade noch so ausgewichen. Man, das ist schon wieder ein Currywurst-Stand. Mann, oh Mann. Wie viel Currywurst-Curry? Curry. Das fänd ich schon schön, wenn da jemand drinstehen würde. Aber wahrscheinlich bei dieser niedrigen Einstellung nicht möglich. Wie gesagt. Private Aufnahme war super. Aber diesen Hotdog-Stand. Ist ja viel besser. Warte mal, was ist das hier für Fleisch? Also gibt es denn hier keine Sushi-Theke oder ein veganes Schnitzel oder so? Stich ja auch einige Leute nicht, ne? Das ist doch richtig, also sie sind dann zwar vegan, aber richtig intolerant gegenüber anderen Leuten. Boah, Ido ist ja Fleisch. Ja, weil ich halt im Gegensatz zu dir meine Nahrungsmittel ganz normal aufnehme. Besonders Vegetarier ist ja noch okay, aber Veganer, das ist nicht gesund mehr. Weil da fehlen einem die ganzen Sachen halt. Ne, Fleisch ist ja auch gesund, wenn jetzt nicht jeden Tag Fleisch isst. Eine Fahrkarte bitte. Deswegen sollte man halt eben so einen Mittelweg finden. Ja, hab schon kapiert. Kein Respekt von meinen Leuten. Mann. Oh, mein Herr! So, hoch das Bein! Und ja. Ja. Also, ich finde, vegan und Vegetarier soll ja jeder selber entscheiden. Vegetarier. Ja, kann man. Also, gegen Vegetarier habe ich echt nichts. Auch gegen Veganer habe ich auch nichts. Aber ich frage mich halt eben, ist das wirklich gesund? Also, es ist ja nicht gesund. Weil der Körper braucht ja Vitamine und Stoffe und so. Und vor allem im Fleisch ist ja Kalzium und so was drin. Ja, die sind ja wichtige Stoffe. Die Vegetarier kennst es ja vielleicht noch ausgleichen, indem du andere tierische Produkte zu dir nimmst. Aber bei Vegetarier, bei Veganer geht das ja nicht mehr. Da kannst du nur noch Soja essen den ganzen Tag. Fast. Ich finde so ein Mix aus Fleisch und Vegetarier gut. So quasi 4-5 Tage in der Woche sind Veggie Days und 2 Tage jetzt Fleisch essen. Nee.
3 Tage sind Veggie Days, wo du wirklich kein Fleisch isst. So. Und 2 Tage sind. Ein Tag ist für Fleisch. Moment mal. 3 Tage sind Veggie Days, 2 Tage sind Fleisch. Da sind wir bei 5. Ein Tag kannst du noch Fisch essen. Oh. 4 Tage Veggie Days, 2 Tage Fleisch. Ein Tag Fisch. So, würde ich es machen. Ja, das ist dann. Das ist alles was. Fisch drin, da hast du Fleisch drin, da hast du kein Fleisch drin, damit du auch nicht die Tiere ausbeutest, nicht die Überfischung der Meere förderst und so. Ja, finde ich ganz okay. Und wenn man will, kann man natürlich einmal pro Woche Fleisch essen, aber Fleisch und Fisch, das ist wichtig. Finde ich. Also, es ist ja Nahrungsstoffe drin. Vegetarier ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, kann man auch machen. Kann man auch mal 7 Tage die Woche. Aber Veganer, da tust du dir keinen Gefallen damit. Ist einfach so. Schlimmste ist dann nochmal die Frutianer. Also hab ich noch keinen kennengelernt. Und schlimm ist jetzt auch ein dehnbarer Begriff. Ne? So, ich bin gerade wieder zurück. Da war ein ganz kurzer Cut. So, wo war ich denn? Ich höre, wir überziehen da schon mega. 45 Minuten. 2 Fahrkarten, bitte. 2 normale Wochen. Ach du meine Güte. Siehst du, das sind die 66 Euro, von denen ich gesprochen habe. Na, so lässt sich natürlich auch Geld verdienen. Ich drück immer auf 2 rum, aber ich akzeptiere das heute einfach nicht. Jetzt müssen die natürlich erstmal alle aussteigen, weil die natürlich nicht vorne oder hinten rausgehen können, sondern immer 2. Da wieder der Junge, der. Ich kann ohne die Rampe nicht herunterrollen. Doch, kannst du jetzt nämlich. Vielen Dank. Vielen Dank. So, schauen wir mal. Wir sind jetzt bei der Freiheitsstraße, jetzt müssen wir noch, oh, jetzt müssen wir noch hier das ganze Residential, also falls jetzt diese Folge, vor allem diese Folge jetzt fahren werden absenken, sorry. Falls jetzt vor allem diese Folge jetzt ein bisschen Überlänge haben sollte, bitte ich dies. Ihr seid mir da ja eh nicht böse, denke ich mal. Hui! Denke ich jetzt mal. Habe ich auch Tempomat an. Was ist das eigentlich für ein Spiel? Will das mich komplett vorne biepeln? Ich fahre. Mach ich den Tempomat an? Eine Millisekunde davor. Boah, er fährt da zu schnell. Hat wahrscheinlich schon gesehen, wie ich meinen Finger in Richtung Tempomat ausstrecke. Und hat er gesagt, boah, jetzt hau ich ihm noch eine rein. Ich glaub's nicht, dass du bei diesem Bild gefällt mir angetippt hast. Ich geb dir nie wieder mein Telefon. Das heißt Smartphone, hast du gar nichts dazu gelernt. Hast du in den letzten 20 Jahren Bunker oder so? Ich brauche bitte ein paar Fahrkarten. Na, tschüss. 3 normale, also 1. Ich dachte, Woche. Boah, da wäre ich ja. Würde ich mit dem Busleben aufhören, meine Güte. 20. Jetzt halten mich die Leute für einen Stalker. Dann halte ich halt die Leute für einen Stalker. Vielen Dank. Willst du hier etwa die Stalker diskriminieren oder was? Ja, gar nicht. Tolerante Gesellschaft ist toll, aber irgendwo hat es auch einen Punkt. Ne? Nächster Halt. So. St. Andreas Kirche. Kirche. Mit UH. Kirche. Tja. Jo. Also, wie hat euch überhaupt das Bus-Simulator 2016 Projekt gefallen? Ah, sagt ja, boah, also hören Sie mal Daumen hoch, oder sagt er, wow, okay, habe ich mir angeschaut, war okay. Das ist not yellow from the egg, aber es war immerhin mal yellow, auch nicht from the egg. Oder sagt ihr, boah, also, boah, Alter, ich muss gerade eben meinen Magen-Daumen zurückhalten. Und dann würdet ihr auch das Video nicht schauen, rein logischerweise. Hoffe ich zumindest. St. Andreas Kirche. Ich brauche bitte ein paar Fahrkarten. Natürlich, 2x Senior. Na, schleppst du noch deine Kaffeekranztante mit oder was? So. Haben Euro zu viel gegeben. Ach, sagt deine Kaffeekranztante. Das ist echt ein schweres Wort, wenn man das 10.000 Mal hintereinander sagt. Nach
Ich habe ja vor allem vor dieser Aufnahme noch gestreamt. Das bedeutet, ich labere jetzt seit wie lange? 40, über eine Stunde 20, die labere ich jetzt gerade ein Stück durch. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Wahrscheinlich so ungefähr. Wenn der mir hinten drauf rast! Alter. Nächster Halt. Südtiroler Straße. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Natürlich machen wir das. Ach ja, also der Bus-Simulator hat mir schon sehr, sehr gefallen als Projekt, als solches. Na, ist klar, mein Prozessor kommt dann nicht mehr mit hinterher und Firo klingt mir jetzt in die Ohren, ich soll mir einen neuen Prozessor kaufen. Ich weise ihn jetzt aber strikt ab, weil ich habe mir jetzt eine neue Grafikkarte gekauft. Also ich meine, ne, ich muss auch irgendwo meine Kunden zusammenhalten. Ich bin jetzt auch nicht Donald Trump oder so, der jetzt einfach mal ein paar Millionen Euro auf seinem Bankkonto geparkt hat, also... Ich werde auch definitiv nicht zum nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika machen. Ach ja, die und ihre Party. Fahr! Jetzt fährt er. Aha. So, langsam reinrollen lassen. Super. So, prima. Ich drück immer auf die 2, aber es passiert niemand. Das ist so strange bei diesem Game. Warte. Eingabe und tschüss. So, kommt jetzt wieder Ben mit seinem... Die großen 5. Haha. Gut, dass ich dich erreiche. Dies ist das Sahnehäubchen. Der letzte Schritt auf dem Weg zum Thron des Buskönigreichs. Du hast Zugang zur ganzen Stadt. Jetzt musst du nur dafür sorgen, dass es der Bürgermeister nicht bereut. Krass. Ein Bekannter meines Cousins, der bei der Stadtverwaltung arbeitet, hat mir erzählt, dass sie den Tourismus in der Stadt fördern wollen. Niemand sonst weiß davon. Also ist das deine Chance, dich hervorzutun. Verschenke sie nicht. Okay, wir müssen Tourismus fördern, toll. Ne, schau mal, besitze eine Touristenstrecke, die in Intervallen von 10 Minuten oder weniger und einer Dauer maximal und einer maximalen Dauer von 20 Minuten alle Sehenswürdigkeiten abfährt. Die 8 Sehenswürdigkeiten sind auf der Karte durch diamantenförmige Zeichen markiert. Schauen wir mal, was ist denn hier Diamanten? Ach du meine Güte, ach du Güte. Da haben wir aber Spaß dran. Also bedeutet, das geht tatsächlich noch weiter, aber was Belohnung, Schlüssel zur Stadt. Tatsächlich. Ich sorge dafür, dass mindestens 90% der vorhandenen Bushaltestelle von dir und deiner Fahrerin letzte Woche. Okay, Skrümmel. Besitze eine Schnellstrecke, Intervall von 10 Minuten oder weniger maximal, mit einer Haltestelle in jedem freigeschalteten Bezirk und befahre sie. Okay. Das ist natürlich, boah, das ist schon ordentlich. So, diamantenförmig. Sehe ich das jetzt hier so direkt oder nicht? Ich glaube, das hier ist... Nee, glaube ich nicht. Warte mal. Diamantenförmig. Diamanten. Seht jemand von euch Diamanten? Ich sehe keinen einzigen Diamanten hier. Na, hier sind Aktentaschen überall. Aber keine... Ach so, das hier sind Diamanten. Guck mal, hier, diamantenförmig, diamantenförmig, diamantenförmig. Diamantenförmig, diamantenförmig, diamantenförmig. So. Einkaufszentrum müssen wir dann freifahren. Aber hier im Suburban ist ja nichts Besonderes, nö. Hier hinten ist auch nichts, die St. Paulus-Kirche. Der Konzerthalle Graben ist halt noch was Besonderes, aber wird natürlich auch mal spannend. Konzerthalle Ring. Dann hier hoch zur Universität. Dann fahren wir weiter zum Einkaufszentrum. Dann weiter zum Hauptbahnhof. Und dann weiter hier runter. Hier hinten gibt es ja auch nichts. Nö. Gut. Also das machen wir dann jedenfalls nächstes Mal.
Wenn es wieder heißt, wir spielen den Bussimulator, also es geht dann doch noch länger, aber ne, wir machen das nächste Mal die Touristenstrecke, noch die Schnellstrecke, ich denke, das kriegen wir auch hin, und 90%, das kriegen wir auch nicht. Also jetzt ist ja nichts mehr geldtechnisches, ich schätze, es geht noch 2-3 Wochen, nicht mehr nur eine, wie ich gedacht habe. Hier darf ich auf jeden Fall sagen, sorry für die so überlange Folge. Bis zum nächsten Mal. Teilt das Video mit eurer Freundin, mit eurer Tante aus Helsingburg, mit dem schicken Rechnungs, mit eurer Heber, mit Srinja und Tobago, mit eurem Außerschüler aus der mit eurer Cousine aus Kongo, mit eurem Hund oder mit eurer Katze. Und bewertet das Video natürlich positiv, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, ciao mit K.